Ich bin Michael von Redline Overlanding und wir wollen heute beim Carsten das Fenster wechseln. Also das ist jetzt das dritte und letzte Fenster, was wir austauschen. Das ist ein Fenster von Explore Glazing, was wir dort einbauen. Und wir wollen alle Varianten und Vorschläge, die wir aus bisherigen Videos haben, darin verwenden. Also wir wollen jetzt alle Ratschläge aufnehmen, die wir bekommen haben. Sei es mit den Nasen ablösen, sei es mit dem Heißluftföhn arbeiten und mit einer Drahtschnur bzw. mit einem Schneidedraht. Ja. Hast du das jetzt gefilmt, wie ich das Fenster aufgemacht habe? Dann weißt du nämlich, warum wir das auch tauschen. Weil das Fenster nämlich suboptimal ist für die Gegebenheiten, die du mit dem Auto alle machst. Also wir werden jetzt erstmal ein bisschen anhebeln und einschneiden. Parallel dazu die ganze Sache mit dem Föhn warm machen. Und dann uns erstmal einen Durchgang schaffen, dass wir irgendwo den Schneidedraht durchziehen können. Ein bisschen schwierig ist das auch wegen den Airline-Schienen. Ja, die Airline-Schienen machen es natürlich extrem schwierig. Mit dem Draht kommt noch hinzu, man sollte es nicht machen bei lackierten Autos wie bei einem VW Bus T6, wo die Scheiben noch innenliegend sind, weil man dann mit dem Draht natürlich die Lackoberfläche beschädigt. Ne? Und das sieht dann immer unschön aus. Aber bei dem Auto hier würde das funktionieren. Ich mache jetzt die Klammern raus, die das Fenster eigentlich in der Position halten, wo es mal ursprünglich montiert worden ist. So. Wobei die Klammern auch... Hier hast du zwei nebeneinander. Naja. Also wir werden jetzt erstmal die ganze Sache ein bisschen auf Temperatur bringen, weil es ist relativ kühl hier drin in der Halle. Und damit alle zusammen, alle Teile erstmal Temperatur bekommen. Also wenn jemand das im Sommer macht bei 30 Grad im Schatten, brauche keinen Föhn wahrscheinlich. Ansonsten ist es schwierig mit den Heißluftföhnen. Man sollte sie nicht zu heiß machen, weil man kann nämlich damit auch den Lack wegbrennen. Und das wollen wir nicht. Das macht jetzt auch den Kleber weich. Das macht im Prinzip alles weich. Also den Kleber ein bisschen weicher, das Aluminium und auch den Rahmen. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Hier kann man jetzt schon sehen, wo der Kleber durchgeschnitten ist. In dem Bereich ist das Fenster nicht mehr dran. Also man sieht von innen, dass hier noch so eine Silikonnaht draufgezogen ist. Und alles, was man an Kleber vorher so offensichtlich sieht, kann man natürlich schon lösen. Ne? Ich nehme, es gibt Schneiddrähte dafür und ich nehme einen Edelstahldraht, der eigentlich zur Taubenabwehr ist. Der ist relativ robust und relativ dünn. Das macht es sehr angenehm, den da durchzuziehen. Also damit habe ich schon öfter so Situationen gelöst, wo ich so einen Kleber mit dem Draht einfach nur abschneiden musste. So, das Röhrchen mache ich jetzt nur da dran, damit der Draht mir nicht in die Finger schneidet und ich was habe zum Ziehen. Dazu muss ich jetzt das eine Ende erstmal einführen. Der Draht ist da. Das zweite Röhrchen drauf. Yeah.
Nochmal? Moment. Ja, ist ja schon gekommen. Schon fast raus. Hier noch. Ist nicht mehr viel. Nein, nicht. Da muss man ein bisschen. Rück mal. Scheiße. Warte. Komm mal hier hinten mit dem Fuß ein bisschen weiter rüber. Ja, nochmal da. Ja, genau. So. Und? Jetzt könnt ihr nochmal weitermachen. Jetzt müssen wir erstmal noch weiter nach hinten. Ich lasse gleich hinten auf der Kante liegen. Ja. Das ist abgerissen. Jetzt versuche ich mal ganz eng. Ja, ich spiele ihn mal. Jetzt wieder zu dir. Jetzt wieder, ich ziehe wieder nach vorne ein bisschen. Du wieder nach. Jo. Ja. Ah ne, das habe ich nicht. Mini-Drehmel habe ich. Akku-Drehmel. Aber da ist schon Licht, da sehe ich schon mal. Da müssen wir was dazwischen machen. Ah ne, das ist Schatten. Guck mal. Kann das sein, dass da gerade was passiert? Ich halte auf jeden Fall noch. Ich sehe mal das gelbe Klötzchen. Schreibeplatz gleich. Ja, das liegt nicht mehr so. Der Rahmen ist schon ganz schön mit dem Bogen hier. Ja, lass mal. Kommt jetzt. Ja, ist los. Ja, genau. Warum machst du das denn nicht direkt? Das ist ein Zünder an eine Waage. So. Oh, halt, das müssen wir noch viermal geschwecken. So. Ne, wir müssen ja unten machen, Kinder. Jetzt haben wir jetzt erst eine von den Leisten. Wie so am Ende jetzt das euch? Jetzt kommt er nicht Stück für Stück. Ja, jetzt bist du Mitte. Ja, jetzt langsam. Mit der Spannung halten. Fallen, ne? Mit der Spannung halten. Mach mal, warte mal, mach mal ein bisschen mehr. Gut, so halten. Warte, kommt. Ja, komm jetzt. Warte, bleib entspannt. Ja. Ohne kaputt. Jetzt ohne Verbot. Dein Links zeigen. Und Blech gerade. So, sag mal was. Schwierige Arbeit. Also mit den Airline-Schienen ist das echt kacke. Das macht es echt anstrengend, weil der Draht nicht drauf herbeirutschte, sondern sich festklemmte, immer gerissen ist. Heiß machen hat in jedem Fall geholfen. Und ansonsten, wie man gesehen hat, nur mit vereinten Kräften. Dank mir. Ja, vielen Dank. Da ist ordentlich nicht.